Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Ich habe Silvester zu meiner Frau hinter dem Fernseher gesagt, siehst du, wie immer. Es ist wieder wie immer. Und wir werden dann die entsprechenden Entsetzensschreie und Beleidigtseintöne hören, wie unerhört das alles ist. Und wir haben jetzt eine neue Ära begonnen, und es ist eine neue Ebene der Gewalt über uns gekommen. Und darüber müssen wir jetzt unbedingt miteinander reden. Wir werden eine Arbeitsgruppe gründen. Das hat die regierende Bürgermeisterin. Sie schneiden mir gerade die regierende Bürgermeisterin ab. Das habe ich dann einen Tag später wieder vom Fernseher gelernt, wo die regierende Bürgermeisterin mir erklärte, also so geht das alles nicht. Darüber müssen wir jetzt reden. Und wir haben ja auch ein Jahr Zeit bis zum nächsten Silvester. Und das darf nicht passieren, dass in einem Jahr wir die gleichen Zustände haben. Nun, ich kann Sie beruhigen, wir werden die gleichen Zustände haben. Und prophezeie das mal. Und dann werden wir uns wieder fragen, wo kommt denn diese Gewalteskalation her? Natürlich trägt die Politik jetzt die Früchte ihres Tuns zum Markte. Was denn sonst? Wir haben eine staatsfeindliche Regierungspolitik in Berlin, eine gesellschaftsfeindliche Koalition, die dem Bürger jeden Tag erklärt, bei allen möglichen Gelegenheiten, der Staat ist dein Feind. Und gegen den Staat musst du dich wehren. Das macht doch keiner. Das ist nicht mehr en vogue, das zu fordern. Aber dann muss das vogue werden. Sagen, ein Einwanderer muss sich auch bemühen, die Landessprache zu erlernen. Ja. Wer fordert denn das noch? Kein Mensch fordert das. Und Silvester ist doch nur eine Rakete, die hochgegangen ist. Das ist doch nicht der Alltag der Menschen. Gehen Sie doch mal in eine Rettungsstelle in einem Krankenhaus bei uns. Da haben wir inzwischen Sicherheitspersonal, was unsere Ärzte und Krankenschwestern schützt, weil sich ein großer Teil der Menschen in den Brennpunkten, die dort ins Krankenhaus kommen, sich benehmen wie die Pachulken. Und da kommt auch die Kassiererin von Edeka hin und sagt, nein, das ist nicht meine Stadt, das ist nicht mein Land. Was erlebe ich denn hier? Und das ist doch der Punkt, dass wir weite Bereiche der Gesellschaft haben, die sagen, ich lehne diesen Staat ab, ich will ihn nicht. Du Bürger, schau hin, diese Gesellschaft ist scheiße für dich. Und da kannst du schon gehen. Nicht? Also Gewalt gegen Sachen ist sowieso legitim, ist ein Menschenrecht. Das ist doch ein klarer Fall. Ziviler Ungehorsam, das ist ja nur erst recht ein Menschenrecht. Das ist auch alles zulässig. Es ist doch bei uns alles inzwischen Menschenrecht. Und das muss man hinnehmen. Der Staat muss das dulden. Und da gibt es Menschen, die sitzen an der Kasse in irgendeinem Supermarkt und sagen, nein, ich will das nicht hinnehmen. Und ich sage Ihnen, es wird derzeit kommen, da wird in der Gesellschaft der Unmut über diese Dinge immer größer werden. Wie doch mit einer gewissen Geschwindigkeit und mit Enthusiasmus daran gearbeitet wird, diese Stadt zu zerstören, da muss man schon Respekt haben. Sportlich gesehen, erste Sahne. Jascha Munk lehrt politische Theorie in Harvard und sorgt sich um den Fortbestand der Demokratie. Guten Abend, Herr Munk. Schönen guten Abend. Zweitens, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, es wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen.